Hello, namaste und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute fahre ich mit meinem Freund nach Bandipur. Es sind etwa 150 Kilometer von Kathmandu und es dauert ungefähr 5 bis 6 Stunden. Mal sehen, wie lange dauert es für uns. Es gibt viele Stau auf dem Weg. Wenn der Verkehr so stark ist, dauert es mehr als 6 Stunden, weil wir nicht mehr als 60 km/h fahren können. Teilweise fahren wir 40 km/h und teilweise 20 bis 30 km/h, aber auf der Autobahn fahren wir 60 km/h. Das ist die höchste Geschwindigkeit mit unseren Motorrädern. Jetzt sind wir hier in Bandipur angekommen. Zuerst gehen wir zur Reception und jetzt geht es auf unser Zimmer. Hier unten ist unser Zimmer und hier ist ein Badri. Er geht immer vor. Ein schöner Garten vor unser Zimmer. So, an unserem zweiten Tag, wir wollen dahin gehen. Aber wegen des schlechten Wetters, vielleicht sagen wir diese Tour ab. Auf dem Hügel, auf dem Sonnenaussichtspunkt zu gehen und wir laufen durch den Dorf hier. Ein schönes Newari-Dorf hier. Dann besuchen wir den Khatgadevi-Tempel. Hier oben ist das Khatgadevi-Tempel und jetzt sind wir in Tindara. Tindara ist eine Quelle, Wasserquelle. Und das Bandipur-Dorf. Ein schöner Dorf und eine schöne Wanderung durch den Dorf hier. Nach dem Frühstück gehen wir zurück nach Kathmandu. Auf dem Weg nach Kathmandu besuchten wir die größte Höhle Nepals, die als Siddha-Höhle bekannt ist. Es befindet sich in Himalayas auf dem Weg von Dumri nach Kathmandu. Und hier an der Felsen sieht man viele unterschiedliche Figuren, zum Beispiel die Schlangengriffe und so weiter. Und hier unten ist ein Shiva-Tempel. Es ist ein sehr schöner Ort zu besuchen. Da unten sieht man Dumri Bazaar und das Marsangidi-Fluss. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind, bitte abonnieren Sie meinen Kanal, damit benachrichtigen Sie meine jede neue Reisevideo. Vielen Dank und wünsche euch alles einen schönen Tag. Danke.